Sechser Sesselbahn schwamm wie sie steil ist am 16. Dezember auf der Ragazza-Seite am Pizzol eröffnet worden. Ein wichtiger Teilschritt für die Pizzolbahnen. Hier sehen wir die Leistung, die diese Schwammliftbahn jetzt bringt. Allerdings, es fehlt noch die zweite Etappe von der Beschneiung. Die ist wichtig, wie man an diesem Tag auch gesehen hat, um die Schneesicherung hinzukriegen. Ganz schön aber das Design, das man hier noch gebützt hat, bevor die offizielle Eröffnung dann angefangen hat. Natürlich, auch die Häsli sind hier oben gewesen. Aber zuerst, bevor die hochgekommen sind und man dann eben sehen konnte, wie wunderbar es in Pizzol auch ist, wenn es eben auch keinen Schnee hat. Zuerst hat Beatrice die Häsli gerüstet. Dann hebt er dann auch besser, gell? Und siehst du da raus? Ja, schon. Ja? Und schnaufen kommst du auch dann? Ja. Eben von aussen. Ja, Häsli gibt es in Pizzol natürlich auch andere. Aber die richtigen Pizzol-Häsli, ja, das sind eben die. Häsli? Per Facebook kann man sich melden bei der Beatrice Zimmermann. Aber es braucht nicht nur Häsli, es braucht auch Technik und... Hallo, hoi. Ihr seid Musikanten, hä? Ja, genau. Ja. Super, wer ist der Matthias? Ja, ja. Ich bin Beatrice, freut mich. Das Nidbergquintett von Melzi und ihre Instrumente auch müssen hier rauferken lassen. Alle Gäste, übrigens über 100, sind auch mit Büsschen raufgefahren worden. Und dann hat man es hier oben ein bisschen ausgerufen. Der Trivent-Partner hat seine Anlage aufgebaut und geschaut, dass niemand drüber stolpert, hat man eine Gräber gemacht, zum Kabel zu versorgen. Also eine riesige logistische Leistung. Und dann haben sich die Nidberger so ein bisschen Proben gemacht. Es war kahl, sie wollten es ausprobieren. Und haben dann auch müssen schauen, dass sie gerade stehen, dass der Koffer nicht davon schlüpft, die Instrumente dort hocken bleiben. Ja, es sind also wirklich alles gegeben. Ich war überrascht gewesen, wie das kommt. Und dann ein kleines Choräli. Komm doch heisst doch da, wo hast du den Schnee gemeint? Klar, ist um Bethlehem gegangen, aber der Schnee haben sie schon gemeint. Das da, wo beschneit wurde, ist der Schnee ja super gewesen. Das Nidbergquintett jedenfalls hat alles gegeben. Und sie sind auf einer sicheren Schneedecke gestanden. Dort, wo man nämlich beschneit hat, dort war Schnee da gewesen. Es fehlt jetzt einfach die zweite Etappe, die den ganz rauf soll gehen, beim Schwamm eben ganz rauf bis zur Bergstation. Dort hat das Geld gefehlt. Es ist eine Philosophie dahinter gestanden. Man wollte zuerst eine Bahn bauen und eben nachher Beschneiung. Da fehlen 2,4 Millionen. Es kostet einfach immer einiges an Geld. Aber die Eröffnung vom Schwammlift am 16. Dezember, das war sicher ganz eine wichtige Etappe gewesen. Und dann sind gleich Skifahrer gekommen. Die waren begeistert von dieser Schwammpiste, von dort weg, wo man fahren konnte. Ja, ja, perfekt. Und dann sind die Gäste eingetroffen. Klaus Nussbaum, CEO der Pizzolbahn, hat alle Gäste begrüßt und übergeleitet zu einem Redemarathon. Alle verraten Joe Keller. Die neue Schwammbahn ersetzt den alten Schlepplift. Seine Talstation ist gerade hier oben gestanden. Der ist aus dem Jahr 1967, definitiv nicht mehr ein Modell, das zu den heutigen Kundenbedürfnissen gepasst hat. Er hat sein stolze 50-Jahr-Jubiläum ganz knapp nicht mehr erlebt. Es ist lange um das Projekt gerungen worden. Schon bei der Anführung von den beiden Zubringer vor 10 Jahren, im sogenannten Konzept Pizzol 2010, ist der Schwamm immer als die wichtigste Erneuerungsinvestition bezeichnet worden. Man war damals sogar noch optimistisch gewesen, die Realisierung 2011-12. Und wer den Pizzol kennt, weiß, warum das so ist. Der Laufböden, die Sesselbahn, auf der Seite Bad Ragaz ist stark windexponiert und der Betrieb muss leider immer wieder wegen Föhnstürmen oder wegen Verriesung eingestellt werden.
Und mit der neuen Schwammbahn steht jetzt der Wintergäste, wo in dieser Situation halt dann auf der alten Schlepplift angewiesen waren, eine neue und bezüglich Kapazität, das war auch eine Frage von der Kapazität gewesen, und Komfort überzeugende neue Bahn zur Verfügung, wo dank der höher gelegenen Bergstation auch besser ins Pistennetz eingebunden ist. Dass der Bau nach einer Ausschreibung an die Bartolet-Gruppe in Flums können vergeben werden, ist übrigens aus regionalwirtschaftlicher Sicht ein zusätzlicher Grund für Freude gewesen. Eigentlich haben wir heute mit einem normalen Skitag gerechnet und haben sie auch dazu eingeladen. Wir sind alle echt frustriert, dass wir die verlängerte, traumhafte Schwammpiste nicht mit ihnen allen können befahren können, so eine geballte Ladung an eidgenössischer, kantonalen, kommunalen und wirtschaftlicher Potenz, wo gleichzeitig die Schwammpiste da abkurven, das werden wir kaum je wieder am Berg haben. So müssen wir uns heute halt demütig der Natur beugen und nach der Bergfahrt zu Fuß runter ins Restaurant Taurea steigen, was immerhin an dem schönen Herbsttag auch etwas Sommerfeeling vom Pizzol vermitteln wird. Ich mache gerade auch noch einen Winterspruch für den Pizzol-Sommer und möchte Folgendes erwähnen. Gleichzeitig mit dem Schwammlift haben wir nämlich diesen Sommer auf 2200 Meter oben auf dem Plateau den Pizzol-Panorama-Höhenweg gebaut. Ich sage Ihnen traumhaft, den müssen Sie unbedingt sehen. Unbedingt sehen. Er ist auch übrigens im Winter zu begehen. Sorry, dass ich jetzt gerade abgeschweift bin, zurück zum Schwamm. Wir haben zusammen mit der neuen Bahn auch eine neue Beschneiungsanlage projektiert und gebaut. Aber vor allem am Anfang war klar, dass eine Anlage, die den ganzen Schwammbereich umfasst hätte, unsere finanziellen Möglichkeiten deutlich gesprengt hätte. So wird jetzt, das haben wir immer kommuniziert, nach der Realisierung von der ersten Etappe nur, aber immerhin die Strecke von der alten Bergstation zur neuen Talstation beschneit. Das ist schon etwa die mir jetzt gesagt worden, warum ist das? Das hat eine Geschichte. Der Verwaltungsrat, auch schon vor meiner Zeit ist das gewesen, hat ursprünglich eigentlich zuerst Beschneiung wollen bauen und nachher eine Bahn. Aber die Rückmeldungen aus der Bevölkerung und vor allem auch aus der örtlichen Behörde sind klar gewesen, dass man die Bahn priorisieren will. Und so hat man dann halt einen Kompromiss gefunden, wie jetzt. Man musste den Kompromiss eingehen, weil wer zahlt, befiehlt auch in einem gewissen Sinn. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass ich Grüße von der St. Galler Regierung überbringen darf. Am Pizzol, wo ich als Bub gelernt habe, Skifahren. Zwar auf der Wanserseite, aber gleich, ich habe den Pizzol kenne ich eigentlich sehr gut. Und das hat er bewiesen, der Bruno Damann, dass er ein Kenner ist von Pizzol. Er hat auch noch zurückgeblendet. Am 6. Juli 1951 hat der damalige Bundesrat Josef Escher die beiden Zubringer am gleichen Tag bewilligt. Eben der Ragaz und der Zwangs. Schon damals war klar, zwei Zubringer könnten für einen Berg ein bisschen viel sein, zum Trägen, zum finanziell Trägen. Der Regierungsrat Frick hat dann probiert, Pizzoler zu überreden zu einem Zubringer. Ist ihm nicht geraten. Und so viel es mir ist, auch der jetzige Verwaltungsratspräsident, der Joe Keller, damals noch in seiner Funktion als Regierungsrat hat das Gleiche auch probiert. Es sind zwei Zubringer geblieben und ich glaube auch, das ist gut so. Wenn es jetzt dann noch langt, für die zweite Etappe der Beschneiung, ist sicher gut, dass Bad Ragaz und Wanks einen Zubringer hat, obwohl es nur ein Berg ist. Aber jetzt noch meine Worte zurück zu den Wünschen von Bruno Damann. Aus diesem Grund wünsche ich den Pizzolbahnen viel Erfolg, dass sie das Werk auch geniessen können, dass auch wirtschaftlich die grosse Investition, den Mut, den Pizzolbahn hatten, dass sie den Mut können auch umsetzen können, dass es wirtschaftlich da mag leiden. Und darum wünsche ich alles Gute dem Verwaltungsrat, der Angestellten der Pizzolbahn und natürlich, dass da ohne den Kolonnen gestanden wird. Ich mag mich noch erinnern als Bub, wir hätten noch Karten lösen und dann hätte man können dann irgendwann zwei Stunden später auf den Pizzol fahren, weil es so viele Leute hatte. Man hätte dann können gemütlich ins Restaurant sitzen, bis man dann an die Nummer hatte, die man rauffahren konnte. Diesen Erfolg wünsche ich euch und jetzt hoffen wir, dass der Schnee nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Danke vielmals.
Das hoffen natürlich alle. Auch der Roland Bartolet, der die Bahn mit seinem Betrieb zusammen geplant, konzipiert und eben auch gebaut hat, zusammen mit anderen. Und was mich sehr überrascht hat, dass er anscheinend mal auch ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl in so einer Seilbahn drin sitzt. Er sich aber sicher ist, dass alles hebt und darum die beiden Details, die wichtig sind. Nur zwei Details zur Sicherheit dieser Bahn. Man hat ja immer ein bisschen ein mummeliges Gefühl, wenn man auf einmal ich, wo Seilbahnbauer bin, wenn man auf einem Sessel sitzt, kommt er auch richtig an Seil und kommt er da oben wieder richtig drauf. Jeder Sessel, der dran geht am Seil, wird geprüft. Also man weiss, jede Klemme, die sich angekuppelt hat am Seil, mit wie viel Kraft sie am Seil ist. Das ist eine ganz spezielle Sache. Das gibt es nur für unsere Firma, dass man wirklich genau weiss, wie die Klemme am Seil ist. Es wird nicht vorne, nicht nachher geprüft. Oben, wenn der Sessel wieder aus der Station geht, wird es wieder geprüft. Man weiss wieder, wie stark die Klemme am Seil festgeklemmt ist. Weiter ist auch ein bisschen zur Beruhigung, wenn wir rauffahren. Es hat einen Notantrieb, der komplett autark ist. Das heisst, wenn die Anlage jetzt keinen Strom hat oder ein ressourcentechnisches Problem hat, kann man einen zweiten Motor einschwenken. Das heisst, ein hydraulisches System mit einem Dieselaggregat, wo die Anlage nachher noch leer fahren kann. Man kann also nicht mit einem zweiten System den ganzen Tag betreiben, sondern die Anlage nur noch leer fahren. Und mit diesem kleinen Präsenzli möchte ich dem Verwaltungsratspräsidenten Joe Keller und dem Klaus Nussbaumer die Glocken übergeben. Jetzt muss ich noch schauen, dass wir das neue Zeitalter und Pizzol auch dementsprechend einläuten können. Allen eine gute Fahrt, einen Haufen Schnee und dementsprechend auch einen Haufen Gäste. Danke einmal, schönen Tag. Ja, schön. Nach den Baumaßnahmen von 2007 und 2009, die wir Zubringerbahnen gebaut haben, bist ja du ebenfalls schon als Baukommissionspräsident eingesetzt gewesen. Und du hast schon beim neuen Werk bist Baukommissionspräsident. Wie hast du den Bau da miterlebt? Der Bau, ja, intensiv, interessant, spannend. Vielleicht die Herausforderung bei einer so Bahn ist ja nicht unbedingt Bahntechnik, oder ich würde jetzt auch den See nennen, nicht unbedingt, dass man einen See kann bauen, sondern der Roland hat es angetönt, wie man so eine Anlage ins Gelenk kann integrieren, dass sie funktioniert, dass die Pistenanbindungen funktionieren und nachher da braucht man eine Chance für eine Bewilligung, weil die Auflagen, die man nachher hat, die sind hoch, man hat etliche Auflagen und der Aufwand dementsprechend ist auch hoch. Rückblickend kann ich sagen, haben wir eine Punktlandung gemacht. Ich glaube, die Baubewilligung oder die Betriebsbewilligung ist diese Woche gekommen. Also zeitlich haben wir es eingehalten. Wir haben keinen Unfall gehabt. Das ist fast das Wichtigste. Und letztendlich auch von den Kosten her sind wir in dem Bereich, wo wir uns vorgestellt haben. Ja, das ist so und das ist erfreulich. Und da kommen wir auch gleich zur politischen Gemeinde. Zu dir als Gemeindepräsident. Bad Ragaz hat sich ja wiederum stark finanziell engagiert und zum einen über ein Aktienkapital aus einem laufenden Budget und zum anderen aus dem zweckgebundenen Kurtaxengelder, welche von den Gästen von der Bad Ragaz Hoteliers kommen, Aktien zeichnet. Wie wichtig ist der Tourismus und die Entwicklung am Pizzol für die Gemeinde Bad Ragaz? Also wir haben ja den Kredit müssen der Bevölkerung vorlegen. Und die Zustimmung war mit fast 75% sehr hoch. Das zeigt, dass die Bad Ragazer Bevölkerung hinter dem Pizzol und hinter dem Tourismus steht dort. Es ist natürlich sehr wichtig, da der Pizzol, sowie im Sommer, als aber auch im Winter. Und es ist ein Beitrag für unsere hohe Lebensqualität, die wir hier im ganzen Land und auch in Bad Ragaz haben. Sowohl im Winter, wenn man Ski fahren kann, aber auch das Sommerangebot, wissen wir sehr wohl zu genießen hier in der ganzen Region bis über zum Bündnerland. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für die Gäste, aber wir dürfen auch nicht, vergessen, auch für die einheimische Bevölkerung. Ich glaube, das ist wichtig für die Lebensqualität und es ist wichtig, dass man hier da ein Pizzol hat in dieser näherer Umgebung. Und das wird geschätzt, das zeigt ja das Abstimmungsresultat, das wir hatten. Ja, das
kann ich auch nur bestätigen. Und wir haben ja auch herausgefunden, dass wir 50% einheimische Gäste haben und 50% Touristen. Also gut ausgewogen, unser Potenzial, das wir hier haben. Eine Frage an euch beide. Pizzolbahnen stehen wie viele Bergbahnen in der Schweiz vor grossen finanziellen Herausforderungen. Die letzten beiden Winter sind noch vom schwachen Euro geprägt und die haben ziemliche Spuren hinterlassen. Der aktuelle Winterstart, wir sehen es heute wieder, verschärft die Situation wieder. Und wie sehen ihr die Zukunft von Pizzol? Fährst du an, Schüler? Ja, hoffentlich mit sehr viel Schnee. Und zwar auch im übertragenen Sinn. Man sieht es jetzt die letzten zwei Winter und der Winter zeigt es, Schneesicherheit ist überlebenswichtig. Und ich glaube, dort ist das, wo man muss weiter daran arbeiten. Wir sind auf dem richtigen Weg auf dem Pizzol, aber wir sind bei weitem noch nicht am Ziel. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass man, wenn man den Weg weitergeht, weiterhin auf Gutwill aus der Bevölkerung angewiesen ist, aus Gutwill von Privaten und auch von der öffentlichen Hand. Und die Aufgaben gehen im Pizzol nicht aus. Ja, ich kann mich grundsätzlich anschließen. Wir müssen ein gesamtheitliches Angebot haben, das vor allem im Winter eine gewisse Schneesicherheit garantieren tut. Ich kann auch noch sagen, wir haben ein Tourismusentwicklungskonzept mit dem Kanton zusammen und in der Region da lanciert. Und das ist auch wichtig, wo man Überlegungen macht, wofür wir touristisch den Pizzol her. Und diese Überlegungen muss man für die nächste Generation machen. Die sind wichtig, dass man die jetzt macht, sowohl im Sommer, aber auch im Winter. Und da sind wir dran, mit Spezialisten das am Ausarbeiten. Und wir sind gespannt, was rauskommt. Aber wir müssen auch wissen, wie der Schüler auch gesagt hat, es braucht Geld, wenn man etwas entwickelt dort. Und da sind wir angewiesen wirklich auf die Bevölkerung. Und das möchte ich schon sagen, die haben bis jetzt sich sehr gross und grosszügig gezeigt hier im Pizzol. Aber auch sicher die öffentliche Hand wird das ein oder das andere Mal wieder zum Handkuss kommen. Und so wird es wahrscheinlich eben auch sein. Der Stefan Rose hat mit vielen Emotionen hier am Berg Geld gesammelt. 3 Auktionen hat er gemacht. Ihm ist wichtig, dass seine Kinder so einen Berg geniessen können. Aber wir haben dort auch etwas ganz Spezielles gemacht, nämlich Versteigerung für die erste Fahrt auf dem ersten Sessel. Ich hoffe, die zwei Herren sägen da. Der Herr Sperandi und der Herr Kilchmann. Und natürlich sind sie da gewesen und der Erste hat gesagt, seine Kindeslieb hätten das Geld investiert und wir legen ein teures Auto weg. Und der Zweite? Ich habe mein Haus verkauft und habe gesagt, mit dem Geld kaufe ich mal zuerst ein neues Auto. Und nachher ist noch etwas übrig geblieben. Und anstatt dass ich Aktien gekauft habe, die man sowieso versteuern muss, habe ich es einem Pizzol geschenkt. Und dafür geniesse ich das die nächsten Jahre. Ja, 15 Jahre noch. Ja, sehr gut. Und als Erinnerung und als Dank für euren Einsatz haben wir euch zwei Gilets machen lassen, zwei schwammtastische Gilets. Und die dafür gerade hier, tragen sie mit Stolz. Ich habe auch etwas machen lassen. Ich habe auch etwas machen lassen. Ein Schal mit Pizzol drauf, 16.12.2016. Eingestickt. Sehr gut. Gut, Beatrice, darfst du gerade die schwammtastischen Gilets mit «Ich war der Erste, schwammtastisch»? Die können da drüber da legen, glaube ich, fast. Fast noch nicht? Also drunter. Gut. Jawohl, während sich die Herren da adjustieren, kommen wir an sich zur Segnung von der Bahn, zur Vorbereitung. Und ich darf die beiden Pfarrer, der Christoph Saurer und der Martin Blaser, zu mir bitten und ihnen auch das Wort übergeben, um die Segnung vorzunehmen. Wenn man die Leute anschaut, dann kann man einfach sagen, geschätzte Pizzol-Freunde, es ist für uns als Seelsorger auch eine grosse Ehre und eine Freude, zu jetzt hier oben sein. Man sieht das gelungene Werk. Und wir sind auch da, um natürlich das Werk, aber all die Menschen, die hier arbeiten, all die Menschen, die hier Sport betreiben wollen,
frei zu gestalten, ganz bewusst unter Gottes Segen zu stellen. Ich kann natürlich auch Ski fahren, auch wenn ich ein wenig außer Übung bin. Aber diese Bahn und diese Abfahrt machen doch wieder Lust dazu. Ich habe mich gerade vorhin mit Herrn Mullis unterhalten und er hat mir versprochen, ein attraktives Angebot zu machen. Vorher muss ich allerdings noch ein paar Trockenübungen absolvieren. So, wenn wir zum eigentlichen Segensgebet kommen. Großer Gott, alles, was du geschaffen hast, rühm deine Herrlichkeit. Wir bitten über einen Segen für die Sesselbahn, welche die Gäste mit viel Komfort in die Höhe trägt. Lass uns die Schönheit deiner Berge erleben und darin auch deine Größe erkennen. Lass alle, die hier Sport treiben oder Erholung suchen, Freude finden. Segne alle Gäste und die Menschen, welche hier arbeiten, damit kein Unglück geschieht. So segne dieses Werk und euch alle, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann doch ganz katholisch auch noch mit dem Weihwasser doch dazu. Und da bin ich jetzt auch noch froh, dass es noch ganz kalt ist, denn das wäre es jetzt Eis gewesen und nicht Weihwasser, oder? Dürfen wir bitte durchschneiden? 1, 2, 3. Aber auch das ist nicht geregelt worden. Die Schär hat dann doch noch ihren Dienst tun und dann ist man bereit eben zur ersten Fahrt. Das sind eben die beiden Aktionäre, die hier dabei gewesen sind. Den Baukommissionspräsident, Verwaltungsratspräsident, der Bruno Damann. Und auf der ganz rechten Seite der Daniel Bühler, Gemeindepräsident von Bad Ragaz. Und dann sind der Reihe noch alle anderen eingestiegen, auch der Klaus Nussbaumer bei der zweiten Fahrt. Und wir haben unten zugeschaut, wie die Leute eingestiegen sind. Und jedes Mal, wenn so ein Gondel kommt, dann muss ich schon ganz ehrlich sagen, es ist etwas Spezielles, das Porsche Design. Sogar das Häsli hat noch deinen Platz. Das, wenn wir jetzt den Leo hören, Marcella hören, das sind wahrscheinlich die beiden Leute, die dem Pizol unendlich viel geholfen und unterstützt denn. Der zweite von links, den ihr auch seht, der Mündi, der kennt ihr vom Sportshop auf Badialoben, auch ganz eine wichtige Station, da kann man Ski mieten und alles Mögliche. Der Nebel hat gezeigt, was der Pizol auch dann ist, wenn es wenig Schnee hat. Man kann dort rauf wirklich auch gehen, wenn es eben unter Umständen wenig Schnee hat. Und eins bin ich hundertprozentig sicher, die Emotion Schwamm wird weitergehen. Es wird die zweite Etappe sicher gebaut werden, aber schon jetzt, der Winter, können die Schwammbahn fahren und natürlich auch die Schwammpiste, wo etwas ganz Spezielles ist am Pizol.